Das finde ich aber super, da kann ich immer die Pausenzeiten so nutzen, dass ich was trinke. Ja, vergesse ich nicht, habe ich immer einen Durst. Sehr gut. Das ist unser letztes gutes Zeug. Ich weiß. Ein paar der Flaschen habe ich schon 10 Jahre. Was? Aber wir brauchen das Geld. Raus damit. Na los doch. Aufladen. 10 Jahre leckt mir Marsch. Boss, gibt's Neues von der Sache mit Salvatore? Das war gut, Tom. Gelotti hat nichts mehr in der Hand. Das gibt uns Zeit, bis das Geld ausgeht. Aber noch nicht die Farm verkaufen, Boss. Sam meint, du hast dir was überlegt. Ja. Und es wird Ihnen gefallen. Wir machen Kohle und geben Morello nebenbei was auf die Fresse. Okay, dann lass mal hören. Also hat er eh noch überlebt. Vor ein paar Wochen. Komisch. Sitze ich in einer Zigarrenlounge in Blue Tropics. Wo? Ist nur ein kleiner Puff. Nur ein paar kleine Kammern mit dreckigen Matratzen. Ist ein Herrenclub. Mit Bar und allem. Naja, ein Typ ist komplett dicht. Jam hat der Alten mit seinen Problemen die Ohren voll. Ist mir nur wegen seinem bekloppten Akzent aufgefallen. Er labert und labert, dass er so richtig fett abkassiert hat. Aber die Typen, für die er arbeitet, setzen ihn unter Druck. Seine kaputte Nase spricht Bände. Hast du für ihn bezahlt? Niemals. Aber ich habe ihn rausgebracht und mich mit ihm in den Diner um die Ecke gesetzt. Haben uns unterhalten. Stellte sich raus, er heißt Gates. Ein Landei aus Kentucky. Schwarzbrenner? Besser. Sein Alter hat ein paar richtige Destillerien. Und dreimal darfst du raten, wer ihm seinen Fusel hier exklusiv abnimmt. Morello. Und du glaubst, er will sich rächen? Oh ja, ich bin seitdem an ihm dran. Er kommt heute Abend mit einer neuen Lieferung, aber er würde mit all seinen Leuten die Seiten wechseln. Alles, was wir tun müssen, es muss bitte wie ein Überfall aussehen. Ich weiß nicht, Pauli. Traust du diesem Kerl? Er hasst Morello, glaub mir. Außerdem haben wir keine Wahl. Boah, hoffen wir, dass wir nicht wieder in einen Hinterhalt kommen. Mal wieder. Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Wenn Pauli sagt, Gates kriegt das hin, warum nicht? Treffpunkt? Die Parkgarage in der Innenstadt. Okay, von mir aus. Aber diesmal hältst du dich zurück, hast du verstanden? Nimm Carlo und Little Bill mit. Klar doch, Boss. Hast du den Truck? Komm her damit. Boah, wir haben die letzten paar Mal schon einen aufs Maul gekriegt, gell, mit Hinterhelden. Ich hoffe, das wird diesmal was Gutes. Jungs auf der Straße verbringst, Carlo. Sorgen Sie sich nicht um mich. Tue ich nicht. Tommy macht das für mich. Immer ruhig das ja, immer ruhig das ja. Wir treffen Sam und Little Bill in der Stadt. Will noch einer einsteigen? Da kommst du auch noch mit. Na komm, ich nehm dich da gern mit. Du jetzt nicht so. Komm. Zu dritt waren wir eh schon lange nicht unterwegs. Machst du wohl in die Hosen? Da rutscht es gleich. Lass das. Große Sache, was? Endlich bist du mit dabei. Hör zu, ich habe mehr Zeit mit dem Don verbracht als ihr alle zusammen. Klar. Hast auf der Straße gewartet, bis er mit seiner Braut fertig war. Er hat einfach nur die billig Sachen gekriegt, die B-Missionen. Der Boss muss es nicht wissen. Nein, du kommst nicht. Das hat der Boss gesagt. Du siehst viel zu hübsch aus. Ehrlich. Gates soll nicht denken, wir wären Nieten. Warum ist Gates sauer auf Morello? Als Gates das erste Mal mit seinen Trucks ankam, wollte Morello die Konditionen ändern. Er hat ihm was auf die Nase gegeben. Als Teil der Neuverhandlung. Seine Nase kriegt noch mehr ab, wenn Morello hört, dass wir dabei sind. Deshalb tun wir so, als würden wir ihn überfallen. Dann jammert er seinem Paps die Ohren voll, dass er ausgeraubt wurde. Er überzeugt den Alten, dass Morello die Ware nicht beschützen kann. Und als neuen Käufer hier draußen bringt er dann den Namen Salieri ins Spiel. Dieser Plan ist Mist, Tom. Pauli hat mir gestern davon erzählt und er ist noch schlimmer geworden. Wenn du einen Hinweis für den Boss hast und ihn nicht nur kutschierst, ja? Dann kannst du mitreden. So lange hältst du dein dreckiges Maul. Wenn du so besser schlafen kannst. Aber heul nicht, wenn Morello sich dich zur Brust nimmt. Echt jetzt? Meinst du das ernst? Leute, hört auf! Himmel! Wie
können wir diese Streiterei zustande kommt. Geh komm. Ab in die Garage. Oder nein, oder was ist denn das da überhaupt? Ist das die Schüsse versteckt? Ich mache hier viele Deals. Der Parkwächter will nicht viel dafür. Macht immer zu, bis ich fertig bin. Okay. Ah, ganz ein guter. Boah, ich hoffe, dass es wieder kein Hinterhalt wird. Ich habe schon wieder ein ganz schlechtes Gefühl. Wir haben schon in der letzten Zeit sehr oft in die Fresse gekriegt. Oh, okay, das mit dem Safe war noch was Gutes. Da muss man schon sagen, da haben wir noch ein Glück gehabt. Aber der Rest... Autobesitzer sind arbeitende Menschen. Tagsüber ist es hier wie ausgestorben. Wir arbeiten auch und sind hier. Und was für eine Arbeit. Gerade zu tagsüber. Nett, gut zu wissen. Finde ich auch super. Müssen wir sonst noch was über Gates wissen, Polly? Nur, dass eine kaputte Nase und Kisten voll gutem Zeug. Was machen die da, Alter? Ah, kleine Mini-Werkstatt. Ja, das ist auch geil. Das ist auch geil. So eine kleine Mini-Werkstatt, das kann schon was. Überhaupt nicht auffällig. Wenn es zufällig auf dem Parkplatz suchen bist. Ja, dich auch, Gates. Also. Ihr kennt euch hoffentlich mit Whisky aus. Ich bin hier nicht so der Fachmann. Tommy! Geschleichte! Wird jetzt bloß nicht blind? Ja, ist gut. Die erste Zahlung. Wenn's dem Don schmeckt, zahlt er weitere. Ja, und sie werden immer größer. Wir werden alle noch reich, Jungs. Wir machen gern Geschäfte mit anständigen Leuten wie Don Salieri. Bitte, bestell ihm meine Grüße. Sicher. Jetzt müssen wir den Deal nur noch abschließen. Nein! Nein, nein! Schon okay. Was? Ich sagte doch, es muss wie ein richtiger Überfall aussehen. Meine Nase ist sicher krumm und schief, wenn ich hier fertig bin. Ach, keine Sorge. Mit der vielen Kohle, die du... Oh, das hört sich gar nicht gut an. Ich würde mal sagen, da ist der Dieg. Der Dieg geplatzt. Oh Mann, na dann, let's go. Oh, haben wir gar keine Schote mehr, scheiße. Hey, ich hab dich schon fliegen gesehen, Alter. Du bleibst mal da, Alter, du bleibst mal da. Das waren schon alle? Ja, geschlechte. Ich hol mir dabei Munition, gell? Du machst es schon. Ich glaube, das war's mit Neil. Scheiße. Nehmt den Fusel und haut ab. Meine Jungs kommen schon. Oh, na dann. Solange ihr sie vorne erledigt, bin ich hier hinten sicher mit dem Kleinen. Carlo, in den Wagen. Tod nützt du nichts. Tommy, sieh nach, ob das alle waren. Es ist noch nicht vorbei. Komm, ich geb die Deckung. Oh Mann, schon wieder verteidigen. Ach, gescheißen. Ah, gescheißen. Verteidigen ist das ist schon wieder Arsch. Warte kurz. Wollt ihr nicht zufällig irgendwie stehen bleiben? Ich glaub, die tue ich mir einfacher. Tue ich mir einfach. Ja, wenn ich überhaupt einen erwische. Was ist ja das? Stepper, dein Leben ist schon wieder fällig, oder bis zum Gehen nicht mehr. Wieso krieg ich dann nicht mehr Leben oder sonst was? Das wär's. Ja, komm schon. Granate, das wär's doch. Ja, ich merk's grad. Wo haben wir denn da links? Irgendwo ist einer. Ah, ja, schau. Kopfball wecker. Ja, ja, ja. Hahaha. Wie süß, wie der da rumschießt. So, und? Ach, geh, Schmoren. Da hätte ich mir jetzt aber schon doch gehabt, den Hammer. Und da war noch so ein möchte gerne herumwichser. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Aufs Köpfchen, aufs Köpfchen. Wenn das. Ah, wenn das nicht so groß wäre, dann hätten wir ihn schon.
Und mal wieder klauen. Passt perfekt. Hey, wenn du schießt schon auf mich. Nicht aufs Auto, Alter. Ja, komm her da. Der hat kassiert, Alter. Der hat kassiert, habt ihr es gesehen? Maschallah, der hat kassiert, Alter. Bist deppert von der Seite. Oh, unbedingt gleich mal. Unbedingt gleich ausnutzen. Bitte überfahr mich, ne? Huch. Weißt, nicht, dass es so parkt, dass ich eigentlich leichtes Spiel hab. Nein, er macht alles viel zu kompliziert. Hat der überhaupt noch einen überlebt? Das macht der Truck nicht mit. Wir müssen löschen. Wir brauchen Feuerlöscher oder sowas. Ja, warte, ich mach schon. Wie kommen denn am besten da hin? Ah, das machen wir schon, das machen wir schon. Kommen wir irgendwie durch den Zaun? Ah, ich bin mir nicht so ganz so sicher. Wieso habe ich das Gefühl, dass da. Ja, dass da noch irgendeiner ist. Köpfchen, weg. Sehr gut. Tut mir leid. Ah, kann er gar nicht. Scheiße. Ich hoffe, dass da jetzt keiner kommt. Hoffen wir zumindest. Aber das schaut gut aus. Deswegen, also, naja, ne sicher, das schaut schon sehr gut aus. Die Granaten können wir sehr gut gebrauchen. Oh, da kann ich leider nicht nehmen, Scheiße. Ja, Zeit genug. Zeit genug für Sammeln. Für Sammeln ist immer da. Das war ganz schön heftig. Ich spüre immer noch die Flammen im Gesicht. Ach komm, du nicht so. Das war ja nichts. Wort. Und ich dich. Tschüss. Warte, kann ich da gleich so ein Meerrad das kaputt machen? Das wär's. Ich glaub, das ist mir ergangen. Würde ich mal behaupten. Ach Gott sei Dank. Danke, Havara. Lauf da mal in der Fuhren. Jetzt hab ich mir schon gedacht gehabt, der gehört zu den Gegner. Huch. Ich glaube, hintere da. Alter, ich war. Alter, der hat mir da in der Deckung mehr gemacht, oder wie? Aber wie hat der mich jetzt gekriegt? Bist der, der hat mich hinter der Deckung gekriegt, glaube ich. Boah, Scherwisch. Bist du deppert? Es war jetzt nicht schlecht. Es war jetzt wirklich nicht schlecht, Scherwisch. Wie schauen wir da unten aus? Ah, da unten schaut es aber relativ gut aus. Bist du narrisch? Machen wir sich da gleich ein bisschen eine Heilung. Sonst wird das nichts mehr. Darf ich mit einsteigen? Oh. Das ist wie vor. Das ist besser. Sicher, Sam. Du machst das schon die. Obwohl, wenn ich fahre. Besser wie nie vor. Woher wusste Morello von meinem Deal? Lauter Schläger in dieser Stadt. Bringen wir den Fusel in die Lagerhalle und versuchen nicht drauf zu gehen. Oh. Ist einfacher gesagt, das will getan. Erst recht, wenn ich schon so sehr auffalle. Ich wusste, dass noch mehr kommen. Okay, bremsen wir sie aus. Trefft sie, wo es weh tut. Ich kann nichts machen. Ich kann nur rammen. Mehr kann ich auch nicht. Das Fahrzeug fährt ja auch schon viel zu langsam, ich kann nichts einmal machen. Es geht nicht schneller. Es geht wirklich nicht. Na komm, Alter, na komm. Tu was, ich würde gern was tun, aber es geht nicht. Oh, jetzt geht was. Was sind? Interessant, dass jetzt was geht. Jetzt, wo es natürlich wieder viel zu spät ist. Wo das Fahrzeug ja wieder mehr geht. Eh klar. Typisch. Wenigstens, wenn irgendwas mehr gehen würde, das wär's. Aber na, es geht ja gar nichts mehr. Oh shit. Aber nicht das Viertel. Nicht hier. So leben würde ich zwar nicht, aber. Wir vernichten eigentlich alles, was sie haben, oder? Scheiße.
Ich glaube, wir haben's. Na, doch nicht. Verschrien, aber richtig verschrien jetzt. Wie steppert. Schön erwischt. Schön erwischt. Von hinten kann ich nicht, okay? Nein, ich sehe nichts. Der steht da und will von der Weide herumschießen. Der Brudi, das wird aber gar nichts. Dann machen wir mal kurz den hier, damit ich meine Silberne habe. Muss er nicht extra nachladen. Der Huren. Wir haben sie alle abgeschüttelt. Dem Himmel sei Dank. Auf nach Hause. Mal sehen, was wir haben. Wir haben den Fusel. Ist zwar nicht nach Plan verlaufen, aber den Fusel haben wir. Ja, und heute Abend kippen wir uns was hinter die Binde. Das haben wir uns verdient. Oh ja, da haben wir gleich mal einen Grund zum Feiern. Ich hoffe, dass da auch wirklich der Alk drin ist und nicht irgend so eine geschummelte Partie. Haben Morellos Jungs euch erwischt? Ja, Mann, nett. Dem Jungen aus Kentucky? Hat eine Kugel abgekriegt. Aber der ist hart im Nähen. Er und seine Jungs sind abgehauen, als wir mit Morellos Leuten fertig waren. Es gibt Gates und seinem Papi einen Grund mehr an, Morello keinen Whisky zu verticken. Gut, mal sehen, ob der Fusel den Ärger wert war. Exzellent. Ich bespreche alles mit dem alten Gates. Und sobald das mit dem Kentucky-Stoff läuft, sind wir wieder im Geschäft. Gute Arbeit, Junge. Bin stolz. Bin auf alle stolz. Saludo. Saludo. Da mal ein Grund zum Trinken. Endlich wieder was Positives. Da mal.